Hallöchen und herzlich willkommen zu den nächsten Heften für den Woody's MB Jeep. Ja, wir werden heute die Ausgaben 16, 17 und 19 machen, also theoretisch Ausgabe 16 bis 19, mit dem Unterschied, dass die Ausgabe 18 jetzt hier fehlt. Zum einen möchte ich das Ganze deswegen machen, um einfach die rückläufige Zeit wieder aufzuholen, ja, die mir einfach fehlt, dass ich quasi mit Mario Schiffsmodellbau wieder auf einer Länge bin von den Folgen her. Und zum zweiten, warum Ausgabe 18 fehlt, hier gab es beim Packen ein kleines Malheur. Das ist bei vielen anderen, die das Modell bestellt haben, auch der Fall gewesen, dass zwar das Heft Nummer 18 dabei war, aber zweimal Tüte Nummer 16 in der Paket drin war. Und ich habe leider mein Päckchen mit den Bauteilen für Heft Nummer 18 noch nicht bekommen. Sollte aber, denke ich, in den nächsten Tagen auftauchen. Und genau, dann werde ich die Ausgabe 18 nachreichen. Aber ja, ich hatte eigentlich erst gedacht, ich mache bloß 16 und 17, aber 19 ist nur eins oder ein weiteres Rad und das kann man ja eben schnell zusammenschrauben, ne? Und ja, deswegen jetzt viel Spaß mit dem Video und ja, wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Beteiligt euch an den Kommentaren und wenn noch nicht geschehen, noch unten auf den Subscribe-Button drücken, dann würde ich mich sehr freuen. Ja, jetzt viel Spaß und ab geht der Film. So, in diesem ersten Abschnitt des Videos für heute werden wir mit der Montage der vorderen Stoßdämpfer und der Lenkstange beginnen. Und genau, da werden wir diese einzelnen Komponenten hier mit den Federn bestücken, diese nachher dann hier an der Karosse anbringen, dass wir dann fertige Stoßdämpfer am Modell haben. Nachdem wir jetzt beide Stoßdämpfer hier drin haben und diese auch auf Funktion überprüft haben, kümmern wir uns jetzt um die Montage des Lenkgetriebes. Dafür benötigen wir die Teile aus Ausgabe 17 und werden dafür diese einzelnen Metallschraubelemente hier mit diesen drei Päckchen Schrauben hier befestigen.
Nachdem jetzt auch dieser Schritt abgeschlossen ist, kümmern wir uns noch um den zweiten Vorderreifen. Ich habe dafür die ganzen Einzelteile hier schon mal vor mir auf den Tisch gelegt. Ja, ihr Lieben, das war's für heute und ja, wir haben jetzt hier den zweiten Vorderreifen und hier ein paar weitere Details, wie zum Beispiel hier diese Lenkstange, die beweglich ist, beziehungsweise hier auch später dann über die Lenkrad oder Lenkstange dann hier später kann man dann hier die Achse hin und her bewegen, ne? Denke ich mal. Irgendwie so funktioniert das dann bestimmt. Ich bin kein Automechaniker, aber wird schon funktionieren. So, ja, um meine Stimme zu schonen, ihr hört es wahrscheinlich, ich bin nicht wirklich fit, aber das muss ja trotzdem gemacht werden hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch wie gesagt auch ein Abo da und ja, einen Daumen nach oben. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Und dann sehen wir uns hoffentlich mit gesunderer Verfassung dann zur nächsten Folge wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao. Also was dann von Deathmore Models. Ciao.